Moin! Willkommen zurück, Jedi, The Fallen Order. Wir sind beim letzten Mal auf einen Boss gestoßen. Beziehungsweise auf einen Bosskampf. Und zwar gegen die neunte Schwester. Und die wird, glaube ich, nicht einfach. Also, da werde ich ein bisschen dran zu beißen haben. Ich hoffe, dass wir das relativ gut hinkriegen. Und ich glaube, dass es bei ihr sehr, sehr wichtig ist, dass man viel blockt, viel pariert, ausweicht und dann tritt und so und sehr geduldig ist. Bin ich ja mal gespannt, wie wir das jetzt hinkriegen. Ja. Pack mich erstmal an hier. Beinahe hätte ich's gespürt. Okay. Du hast es gespürt. Ich habe meine EP wieder gekriegt. Den können wir nicht blocken. Alter Schwede. Macht dir das etwa keinen Spaß? Ich Idiot. Nicht mit mir. Hör mal auf hier. Ja, komm. Kämpfen wir oder was? Sagst du das gerade, nachdem du auf die Fresse gekriegt hast, oder wie? Schnell weg, schnell weg. Ich muss meine Blockleiste besser im Blick behalten. Ich bin noch weggesprungen hier. Diesmal wird sich kein Zug retten. Ach Mensch, diese Macht hier, ne? Beinahe hätte ich's gespürt. Das funktioniert nicht. Nee, aber das, oder? Keinen starken Angriff gehabt. Ich glaube, ich nehme das normale Laserschwert. Stell das doch. Oh, ich hätte zur Seite springen müssen. Hilf mir, BD. Kann ich das nicht mehr umstellen? Jämmerlich. Oh, also. Ah, diese Ruhe. Greifst du mich jetzt an? Komm schon. Ich versuche es. Ja. Da muss ich mich echt hart konzentrieren. Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen weniger sage. Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Kann ich jetzt mein Laserschwert wieder auf einen umstellen? Oder darf ich das nicht, weil sie auch mit zweien kämpft? Ich hätte auch Angst vor mir. Das ist ja schön. Noch ein Stimp. Und Stimp. Stimp. Kann ich auch. Oh, nee, doch nicht. Es ist so ärgerlich. Nee, den kann ich nicht ausweichen. Okay. Okay. Alles klar. Den kann ich nicht blocken. Den auch nicht, aber ich hab den. Hilfst du mir mal, BD? Oh, komm schon, BD, mach schneller. Hilf mir, BD. Steck mir einfach rein. Also. Das klang jetzt beschissen. Greifst du mich jetzt an? Komm schon! Ist das X? Verdammt. Das war gar nicht. Ja, ja. Hey, BD! Ich bin fast reingesprungen, ey. Ah. Ah.
bist ganz schön schnell, was? Ich hätte auch Angst vor mir. Jetzt kommt die Scheiße. Angst. Ich hab nur noch einen. Mir. Machen wir beide gleichzeitig so starken Angriff. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Es tut mir so leid. Ich sag's doch. Und das war's. Den Vogel und den Jungen erwischt. Ich hab's hier halb geschafft. Das ist doch schon mal was, oder? Alles klar. Next try. Lief schon mal besser als beim ersten Mal. Aber ich denke, da geht noch mehr, ich bin mir sicher. So, Sachen werden ja automatisch aufgeladen beim Respawn. Ist ja auch von Respawn Entertainment. Die Jedi sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Her mit dem Schmerz! Ja, komm. Ja, ich wollte schon weg, du hättest nicht mehr wegschlagen müssen. Greifst du mich jetzt an? Komm schon! Da wäre ich zu früh ausgewichen. Na komm. Okay. Scheiße. Muss da echt sparsamer mit umgehen. Ich spring da immer fast rein. Na, ah, da hat sie mich erwischt. Das war so gut bis jetzt. Scheiße. Nein. BD, ich brauche Hilfe. Dieser Kampf ist dein letzter. Kann wohl sein. Zum dritten Mal. Jetzt springt sie wieder auf mich. Ich kann hinterher. Ist nicht mal durch die Haut gegangen. B. Okay, nicht blocken. Jetzt Aua. Kommt die Angst. Das gefällt mir. Okay, komm her. Ich kann warten. Was machst du denn? Was war das? Komm her. Keine Macht mehr. Das ist ganz scheiße. Oh, und da macht sie direkt hintern. Okay, gut zu wissen. Jetzt weiß ich das aber. Komm her.
Okay. Oh, bist du ausgewichen? Ah, da war ich gerade zu langsam mit ausweichen. Stimmt. Okay, okay. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Okay, okay. Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Gar nicht, alles klar. Richtig fies. Oder noch weiter weg. Ich kann warten. BD! Scheiße. BD! Hilfst du mir mal, BD? Ich hab keinen Stim mehr. Muss jetzt echt aufpassen. Oh, das meine ich, wenn ich wieder auspasse. Ich kann dem nicht ausweichen. Oder auch rüberspringen, ja, alles klar. Fuck, fuck, fuck. Und das war. Oh, ich dachte, ich hätte es verkackt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin fast tot, sie ist fast tot. Ja. Kackbratze. Es ist vorbei. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen dich wie den Rest von uns. Ich habe keine Stimbehälter mehr. Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber dich schon. Bitte sei weg, ich habe keine Stimbehälter mehr. Ja. Das war das Ende eines Inquisitors. Vogel! Hey! Wir dachten, du wärst tot. Sollen wir dich wieder heilen? Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sia und Grease erwarten uns. Okay. Das wurde knapp zum Ende hin. Aber ich denke, ich habe mich echt ganz gut geschlagen, oder? Mann, oh Mann, das war ein Fight. Direkt speichern. Und jetzt darf ich auch wohl meinen Kram wieder aufladen, würde ich sagen. Also meditieren. Ausruhen. So. Cool, aber es fühlt sich verdammt befriedigend an, diesen Kampf zu... Also, weil es nicht so einfach war. Ich glaube, hätte ich das auf einfach gespielt, wie wir es vorher hatten, wäre es nicht ansatzweise so geil gewesen. Kann ich mir so vorstellen. So, ich denke, wir müssen jetzt mal zum Raumschiff, oder? Was meinst du hier? Karte? Ja, Raumschiff. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Raumschiff. Wir haben ja auch... Hä? Ich doof? Achso. Wir haben ja auch, ich glaube, eine neue Pflanze, die wir noch einpflanzen können. Und wir hatten, vorletzte Folge, glaube ich, hatten wir noch eine gepflanzt. Da würde ich sagen, können wir mal gucken, wie die aussieht. So gewachsen und so.
los, hol mir ihn. Okay. Ihr schießt nicht mit dem Raketenwerfer direkt vor eure Füße. Das macht keiner. Außer Leute, die damit rumspringen. Das kann ich mir vorstellen, aber... Ah! Aua! Diese Spinne. Ich hab's einfach nicht drauf. Den hätte ich, glaube ich, parieren können. Den, glaube ich, auch. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Okay, ich war nicht schnell genug, alles klar. Bitte! Okay, okay. Komm, hau mal zu. Ja, kann man. Man muss in diese Kämpfe echt mit Ruhe gehen. Ohne Witz. Sonst bringt das nichts. So, hätten wir den auch erledigt. Der Jedi ist hier. Jetzt bräuchte ich Verstärkung, um dich zu erledigen. Komm da raus! So. Weggemoost. Ah ja, hier war ja der Läufer. Was wolltest du noch scannen? Irgendwas Interessantes? Ja, interessant. Ich höre dich, BD. Auf jeden Fall. Zeig mal. AT-AT. So, die sind AT-ATs, okay. Und wie hießen die Kleinen? Einfach nur AT? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm raus! Ich habe mein nächstes Opfer gefunden. Ich hab geblockt. Den kann ich nicht blocken. Ich will mehr! Gib noch nicht auf! Es sind einfach alle Gegner viel schwerer. Da muss ich mich echt mal dran gewöhnen hier. BD, wirf mir einen Stim rüber. So, hätten wir das auch. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich einfach nicht drüber springen. Oder wir gehen einfach durch die Tür hier. Geht natürlich auch. Ach, das ist die Abkürzung. Hier ist der Fahrstuhl jetzt, glaube ich, ne? Das ist da, wo wir die von der anderen Seite verschlossen waren. Da waren wir vor etlichen Folgen, waren wir mal hier und haben diese Kiste geöffnet und uns mal wieder darüber aufgeregt, dass die Tür natürlich von der anderen Seite verschlossen ist. So. Ab geht's zurück zum Raumschiff. Aber jetzt ist auch gut, dass wir 5 Stim-Behälter haben. Und als nächsten Fähigkeitspunkt werde ich auf jeden Fall skillen bzw. freischalten, dass die Stims mehr Leben regenerieren. Hab ich nur noch ich übrig? Aufpassen! In Ordnung, wie konntest du sie alle erledigen? Wie? Weiß ich nicht. Doch, wir werden wohl alle Belohnungen an mich gehen. Ach so. Ich brauche nur einen Tripper. Wieso konnte ich denn da nicht rüber? Also der Doppelsprung, ja, erleichtert jetzt auch einiges, ey. Gibt's da noch einen schnelleren? Ah ja, nee, da müssten wir einfach nur hier längs und dann kommen wir wieder hier dran rumschwingen. Und da können wir, glaube ich, nicht rüber. Waren wir denn da hinten schon? Ich glaube nicht. Oder doch, hier waren wir auch schon. Ja, 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 ja. Jedi, mit Bedacht angreifen. Ich glaube, er hat Angst. Fang ihn! Greife dein Ziel an. Was denn? Deine Kumpels alle gekillt?
War das ein Fehler? Findest du? Dann zeig mir doch mal, was du so drauf hast jetzt in der neuen Schwierigkeitsgrad. Du kannst mich nicht grünschnabeln. Okay. Du kannst gegen meine Fähigkeiten nicht bestehen. Klassischer Fall von Höhenflug. Bleib stehen und kämpfe. Du wirst sterben, zu spät, wie der Geist. Du wirst fallen. Zitterst du, Edi? Nö. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Ja, blute nur. Aua. Du bist nicht gut. Du wirst mir nicht entkommen. Kämpfe gegen mich, Verräter. Ja, die decken auf jeden Fall besser. Und ich glaube, diese Blockleiste, die hat sich auf dem anderen Schwierigkeitsgrad auch nicht instant wieder aufgeladen, wenn man die leer gehabt hat. Irgendwie geht das ratzfatz bei denen mittlerweile. Unser Feind ist schwach! Feuer frei! Zieh mich zurück! Bin mal weg! Ich verfolge ihn! Dieser Jedi ist gefährlich! Schießt auf ihn! Feuert gemeinsam! Absatz war dein letzter Fehler. Aua. Hat er mich im Laufen nochmal getroffen? Wattensack. Hilfst du mir mal, BD? Gute Arbeit. Ja, jetzt machen die ungefähr die Hälfte der Leiste, macht er voll. Das wäre gut, wenn wir das ein bisschen erweitern. Das können wir ja beim nächsten Skillpunkt mal machen. Ja, und los geht's. Konnte man denn? Zeig mal, was du gefunden hast. Ein Sender erhalten. Leidenschaft und Stärke. Ja, man kann hier rein, was auch immer hier ist. Ah, wieder ein Echo. Das hatte ich gar nicht gesehen, als ich da schon zweimal lang gelaufen bin oder so. Okay, Krieger, ließen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Okay. Ich glaube, die... Immer wenn es so Echos sind, dann geht es, glaube ich, um diese Auslöschung, ne? Also, ich bin mir dann nicht ganz sicher, was wo das lore-technisch angesiedelt ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei diesen Punkten immer darum geht, dass, als die Auslöschung halt im Gange war, irgendwie. Wo sind wir denn hier? Achso, hier. Ist da nicht irgendwo noch ein Typ? Aber hier, ich laufe jetzt mal zurück. Ich bin mir, nimm jetzt. Ich nehme jetzt mal nicht den einfachen Fahrstuhl. Weil ich glaube, hier gab es noch irgendwie eine Kiste oder sowas. Irgendwas zu hacken. Was wir noch nicht konnten, als wir hier mal lang gelaufen sind. Hier rüber, BD. Jo, hier rüber, du brauchst da nichts übertakten. Aber hier, genau, da war auch eine Spinne, beziehungsweise wird mit Sicherheit jetzt auch wiederkommen. So, kann man die vorher sehen? Ich weiß ja, dass da eine Spinne ist. Ach ja, genau, hier, da. Da konnte man nämlich nicht hoch. Weil wir da noch nicht die Bänder hochfahren konnten. Aber jetzt. Verlassene Bahn. Alle Macht erhöht. Gefährliches Gebiet, BD1. So. Hier kommt eine Spinne. Ich weiß das ganz genau. Gucken, ob ich der mal ausweichen kann. Oder kommt die nur einmal? Aha! Man muss in das Netz von der laufen. Okay. Easy. Oder was? So, jetzt
würde ich mal wissen, können wir hier, da war ja noch so ein, diese Laserwand, können wir die übertakten? Ja, von der anderen Seite. Alles klar. Aber von der anderen Seite kommen wir da ja auch dran. Ich denke nur da mal jetzt dran, das zu... mich runterfallen. Zu machen. Ja, da wären wir wieder tot gewesen. Ich denke mal jetzt nur dran, das zu machen. Denn dann ist das beim nächsten Mal schon mal wieder weg. Als wir das letzte Mal hier waren, da konnten wir noch nicht überladen. So, reicht. Und ab zum Raumschiff. Was? Was zu looten oder so? Ne, das sieht nicht danach aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Raumschiff und hören uns mal an, was die zu sagen haben. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Das Essen sieht eklig aus. Damals in den Klauen des Imperiums. Der hört ja gar nicht mehr auf. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Das Essen schmeckt nicht mehr. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Wahrscheinlich fand der Roboter das BD-1 auch ein bisschen merkwürdig. So, hast du noch was zu sagen, oder wie? Wir reden später, Kerl. Also nicht. Was ist denn unser nächstes Ziel gerade? Keine Ahnung, ich muss an die Holokarte. Wohin, Kleiner? Finde das Astrium auf Datumir, okay. Da würde ich sagen, hauen wir mal ab nach Datumir. Ach, das ist ja... das Solarium-Gebiet. Alles klar. Ab geht's. Also zurück nach Datumir. Ja, leider. Aber da war ich schon. Trotz der vielen Action mit Ihnen beiden sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner, als ein paar primitiven Grobiane beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja, warum? Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ja, wie Celebrity Deathmatch, ne? Wir landen gleich. Mal. Komm hier rauf. Ja, der Solarium-Planet. Aber wenigstens haben wir den ja schon mal erkundet. Der ist jetzt nichts Neues für uns. Wir sind ja schon mal darauf rumgestapft und haben Dinge gesucht und abgezogen freigeschaltet. Das heißt, vielleicht ist es jetzt sogar hilfreich für uns gerade. Könnte es ein bisschen vereinfachen, da von A nach B zu kommen. Drinnen, ich habe Wände, ich habe Jedi, alles gut. Ja. Hey Kerl, du und sie, ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, Sir glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du,
Immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Fände ich cool, wenn man da hinfliegen könnte. Das hätte was. So, jetzt nochmal schnell. Schön. Pflanzen checken? Nee, ich habe noch nichts Neues zu meinen Pflanzen gehabt. Und die rechte ist auch noch nicht weit genug gewachsen. Aber wir haben auch schon wieder mal die Zeitmarke erreicht, sag ich mal. Deswegen fange ich mal an zu meditieren hier. Nein, Spaß. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr wieder dabei... Ja, doch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich will ja nicht immer das Gleiche sagen am Ende der Folgen. Bis morgen. Schaut wieder rein.